Seit einigen Wochen gibt es da draußen so ein Gerücht, dass Warren Buffett eine geheime Aktie gekauft hat. Und das schon über einen längeren Zeitraum. Allerdings hat er darum gebeten, dass das nicht publik gemacht wird. Bis jetzt. Denn jetzt wissen wir endlich, um welche mysteriöse Aktie es sich handelt. Und wir wissen noch viel mehr, denn wir wissen noch, welche Aktien er sonst noch gekauft und verkauft hat. Aber nicht nur von Warren Buffett, sondern auch von Michael Burry. Und die beiden Käufe und Verkäufe präsentiere ich euch heute. Und da draußen ist noch so viel mehr los, denn der S&P 500 und auch die Nasdaq macht fast jeden Tag wieder ein neues Allzeithoch. Es ist also wieder richtig gute Bombenstimmung am Markt. Und die Stimmung ist so gut, dass es sogar ein kleines Comeback gab von den Meme-Aktien, wie zum Beispiel AMC oder aber vielmehr GameStop. GameStop hat sich wieder innerhalb von 2 Tagen vervierfacht. Das ist absoluter Wahnsinn. Und hin und wieder werde ich dann wieder gefragt, soll man da jetzt noch aufspringen oder ich habe ein bisschen Geld verloren, soll ich jetzt mehr investieren und auf ein Comeback hoffen? Leute, das ist das Comeback des Comebacks und sowas ist wirklich pures Gambling. Ich würde da immer die Finger von lassen und da darf man sich auch nicht ärgern, wenn man da eben nicht mitgemacht hat. Das ist ein bisschen so, als ob man zum Casino geht und am Nachbartisch irgendjemand 1000 Euro auf Rot setzt und das Geld verdoppelt. Das ist wirklich pures Glück und das kann auch in die andere Richtung ausschlagen. Und das ist bei GameStop bei den meisten passiert. Es gibt wenige richtig tolle Gewinner und die meisten sind einfach pure Verlierer. Aber kommen wir jetzt mal viel lieber zu den harten Fakten. Denn wir haben das Portfolio jetzt endlich mal wieder ein kleines Update bekommen von Warren Buffett und auch Michael Burry. Und für uns ganz normale Anleger bietet das eben die Möglichkeit zu sehen, was die Profis denn wirklich gekauft und verkauft haben. Allerdings muss man auch sagen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Wir sehen da, und die kam jetzt Mitte Mai raus, was im ersten Quartal gekauft wurde. Das heißt im Januar, Februar und auch März. Das Ganze kann inzwischen schon wieder ganz anders aussehen und im April können Sie zum Beispiel neue Aktien gekauft oder verkauft haben. Deswegen ist das Ganze immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und anfangen will ich heute mal bei Michael Burry, der Mann, den wir vermutlich alle aus The Big Short kennen und der Mann, der eben die Finanzkrise 2008 vorausgesagt hat und auch der Mann, der viele Crashs vorausgesagt hat, die nie passiert sind. Trotzdem muss man Michael Burry einfach lassen, dass er auch bei Einzelwerten oft Gold richtig liegt. Deswegen finde ich schon immer spannend, da mal rauf zu gucken. Und bei seinem Portfolio hat sich ordentlich was getan. 14 Verkäufe gab es und da hat er erstmal eine kleine Position Create Retail Group verkauft. Das ist ein Medien- und Einzelhandelsunternehmen mit TV-Sendern wie QVC und Home Shopping Network. Finde ich jetzt nicht so wirklich spannend. Ist auch ein Penny Stock und da habe ich irgendwie sowieso so eine kleine Vermutung, dass er manchmal so kleine Nebenwerte kauft, die ein kleines Handelsvolumen haben und auch eine sehr geringe Marktkapitalisierung, dass wenig Geld bei dieser Aktie schon viel ausmacht. Also man muss sich das vorstellen, wenn man 10 Millionen zum Beispiel in Apple investieren würde, dann passiert mit der Aktie nicht wirklich viel. Wenn man da allerdings so viel rein investiert, dann bewegt man die Aktie schon ein bisschen mehr. Und ihr seht es hier ganz gut im Chart. Gekauft hatte die Aktie nämlich im vierten Quartal 2023. Da war die Aktie weit unter einem Dollar. Und dann kam Mitte Februar die News raus, dass er die Aktie gekauft hat. Und die Aktie ist nach oben geschossen. Und in der Zeit zwischen Januar und März hat er die Aktie eben verkauft. Also er wird da einen ordentlichen Gewinn gemacht haben. Und ich glaube wirklich, dass er auf solche Sachen manchmal pokert und da den Markt ein bisschen ausnutzt. Ist auch so ein gutes Recht, wenn manche Leute einfach blind nachkaufen, dann kann man das, finde ich, auch so machen. Als nächsten Verkauf habe ich hier noch die Gen Restaurant Group. Das ist ein Betreiber von mehreren kleinen Restaurants, also nichts Außergewöhnliches. Dann noch Big Lots, ein unbekannterer Discounter aus den USA. Dann haben wir hier noch Mettler Toledo International. Die stellen Wagen her, also auch eine Aktie, die man jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Hat er eben aber auch verkauft. Dann haben wir noch Toast. Das ist ein Softwareunternehmen, speziell für Restaurants. Also irgendwie hat er es anscheinend mit Restaurants gehabt vor einem Jahr, die er jetzt aber alle anscheinend verkauft hat. Und die Bruker Corporation, die stellen Labortechnik her. Jetzt wird es aber ein bisschen spannender, finde ich, denn er hat Warner Brothers verkauft. Da hat er aber ordentlich Verlust gemacht, das sehen wir hier ganz gut. Auch hier hat er irgendwann zwischen Oktober und Dezember gekauft. Da lag die Aktie ungefähr so bei 11 Dollar und verkauft hat er jetzt eben zwischen Januar und März. Da lag die Aktie knapp bei 9 Dollar. Hat also gut 10-20% Verlust gemacht. Auch wenn der Aktienkurs ziemlich unten aktuell ist, läuft es bei Warner gar nicht so schlecht. Also die haben einen Kinohit nach dem anderen jetzt rausgebracht. Letztes Jahr mit Barbie und dieses Jahr mit Dune 2 und auch dem neuen Godzilla-Film. Das sind wirklich Top-Filme, die richtig viel Geld in die Kasse spülen. Als nächstes kommt Mad Max raus. Darauf freuen sich auch viele. Und auch der letzte Teil war ein richtiger Hit an den Kinokassen. Und beim Streaming läuft nächsten Monat Game of Thrones bzw. House of the Dragons an. Und bald kommt noch die neue Harry Potter-Serie, die viele Abonnenten anziehen werden.
Deswegen wäre ich mit der Aktie noch ein bisschen vorsichtig, wenn man die im Portfolio hat. Die würde ich, finde ich, halten. Habe ich aktuell auch noch im Portfolio durch die Abspaltung von AT&T. Und was er noch verkauft hat, ist Booking. Die finde ich richtig klasse, weil das einfach ein Wahnsinnsschiff ist, wenn es eben um Reisebuchungen geht und noch viel mehr. Die fressen einfach alles auf. Ich habe die auch im Portfolio, gehört zu meinen Top 3 Werten. Die hat er verkauft, da hat er aber auch ordentlich Gewinn gemacht. Auch hier seht ihr, er hat irgendwann Ende letzten Jahres gekauft. Da war die Aktie so knapp bei 3.000 Dollar und verkauft hatte die irgendwo zwischen 3,5 und 3,7. Also auch hier knapp 20% Gewinn innerhalb kürzester Zeit gemacht. Hatte auf jeden Fall gut gewählt, aber für mich ist das wirklich so ein Dauerbrenner. Den lasse ich auf jeden Fall in meinem Portfolio. Und auch verkauft hatte MGM Resorts. Das ist ein Casino-Betreiber. Und den Verkauf verstehe ich aber ehrlich gesagt genauso wenig wie Warner, weil eigentlich geht es im Geschäft ganz gut. Die spielen ordentlich Gewinne rein, vor allem durch das China-Geschäft, was wieder geöffnet ist. Und aktuell planen sie und bauen sie auch schon ein neues Casino. Und Casino ist nicht einfach nur ein Casino, das ist eine Riesenanlage in Japan, was auch sehr positiv von Analysten aufgenommen wurde. Von mir ehrlich gesagt auch. Deswegen, da hat er auch keinen wirklichen Gewinn gemacht. Der Kurs ist ziemlich neutral geblieben das letzte halbe Jahr. Aber ihr wisst ja, Barry ist ein Mann, der will in 2-3 Monaten ordentlich Gewinne sehen. Gewinne mitgenommen hat er dann auch noch bei Amazon und Google. Also bei Amazon ging es richtig gut hoch und noch besser lief es eigentlich bei Google, weil Alphabet der einzige Wert von den Magnificent 7, also der Top 7 Aktien des S&P 500 war, der komplett unter die Räder gekommen ist, der eben nicht so angestiegen ist, sondern Verluste gemacht hat. Und die Bewertung bzw. die Sicht des Marktes war, finde ich, ein bisschen übertrieben und deswegen hat man da eben nachgekauft und einen richtig schönen Gewinn gemacht im März. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für alle, die gekauft haben. Nexstar Media Group, ja, Medienunternehmen mit TV- und Radiosendern aus den USA, nicht so wirklich spannend, ein bisschen spannender ist, was er hier vorausgesehen hat bei CVS, mit ein bisschen Gewinn vermutlich verkauft, zum Glück verkauft, muss man sagen, denn nach den letzten Quartalzahlen ging es ordentlich runter, ganze 20-30% fast, hat er auf jeden Fall noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und sein letzter Verkauf ist dann noch Oracle, ein Soft- und Hardwarehersteller aus den USA und auch hier hat er ein paar Gewinne mitgenommen. Kommen wir jetzt mal zu den Käufen von Michael Burry und insgesamt hat er 16 Käufe getätigt und auch sein Portfolio besteht aktuell, also bis Ende März jedenfalls noch, aus 16 Positionen. Und der aktuelle Portfoliowert, wenn die Titel alle noch in seinem Portfolio sind, beträgt ca. 104 Millionen Dollar. Und hier unten fange ich mal an mit so zwei Transportunternehmen, die er gekauft hat. Beide aus der Schifffahrt, nämlich Safe Bulkers und Star Bulk Carriers Corporation. Das sind auch so Titel, die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm und sind beide im Transportunternehmen beschäftigt. Also die transportieren Eisenerz, Kohle, Getreide und andere Rohstoffe. Und hier muss man sagen, wenn man sich jetzt beide Kurse mal anguckt, hat sich das auf jeden Fall gelohnt schon, die Käufe. Im Januar bis März hat er die gekauft und aktuell sind beide Werte so knapp 10% gestiegen. Ich finde es immer spannend, mal so Werte zu sehen, mit denen man sich überhaupt nicht auseinandersetzt. Und langfristig kann sowas natürlich ganz interessant sein. Man darf da jetzt aber auch nicht wie bei Tech-Giganten irgendwelche Wahnsinnsrenditen erwarten. Kurzfristig ja, wenn die unterbewertet sind. Langfristig muss das nicht unbedingt so spannend sein. Dann hat er auch noch ein paar Versicherer gekauft, nämlich die American Coastal Insurance. Das ist ein Versicherer für Gebäude, speziell nur in Florida. Und die Cigna Global, das ist eine Krankenversicherung. Viel spannender ist eine ganze Kategorie, die bei ihm dazugekommen ist oder die er auch aufgestockt hat, nämlich die China-Aktien. Wir sehen es hier, Baidu hat er zum ersten Mal jetzt gekauft und Alibaba und JD.com hat er aufgestockt, aber ordentlich aufgestockt. Und der Anteil von China-Aktien in seinem Portfolio beträgt jetzt 22,3%. Und hierzu muss ich erstmal sagen, bei chinesischen Werten gibt es wahrscheinlich jetzt so langsam mal die Talsohle. Die haben wir jetzt so vor 1-2 Monaten, glaube ich, mal gesehen. Und so langsam erholt sich der ganze chinesische Markt. Und bei einer Sache sind wir uns natürlich alle einig. Chinesische Werte sind einfach unterbewertet. Die sind viel mehr wert als das, was bei der Börse gerade so an den Aktien dran steht. Ich persönlich halte mich dabei auch einfach raus. Und ich persönlich finde auch Indien, ehrlich gesagt, viel, viel interessanter als Wachstumsland. Das hat auch die verschiedensten Gründe, wie zum Beispiel das Alter der einzelnen Personen, was das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes angeht und auch die Unternehmen, die immer mehr in Indien und eben nicht mehr in China investieren. Trotzdem sehen natürlich China viele als Chance und Michael Burry natürlich auch. Aber trotzdem kann das Ganze auch schnell wieder umschwenken. Deswegen könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie es mit eurem China-Anteil ist. Aber ja, meine Meinung kennt ihr ja jetzt. Und einen anderen Bereich, den er auch ordentlich gekauft hat, nicht ganz so groß wie eben den chinesischen Markt, aber eben Energiekonzerne mit knapp 17%. Was braucht man natürlich, um KI und überhaupt die ganzen Rechenzentren zu betreiben? Man braucht ordentlich Strom. Aktuell
macht der gesamte Strommarkt für eben die KI-Branche und auch die Kryptobranche 2% des Energiebedarfs aus. In Zukunft wird es vermutlich, und da gehen verschiedenste Statistiken hin, 10% des gesamten Strombedarfs ausmachen. Und dafür brauchen wir natürlich neue Kraftwerke oder andere Möglichkeiten, Energie eben zu gewinnen. Und ich will euch auch mal sagen, wie es bei Microsoft zum Beispiel aussieht. Microsoft stellt jede Woche 1 bis 2 neue Rechenzentren her. Und die aktuellen Rechenzentren, die sie schon haben, verbrauchen 5 Gigawatt. Das ist ungefähr das Äquivalent zu 3 Atomkraftwerken. Das ist also ein enormer Energiehunger. Und ich glaube, Michael Burry sieht eben genau das und springt schon mal auf den nächsten Trend auf, bevor der Trend eben wieder richtig groß wird. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass so ein ETF wie der Global Clean Energy ETF demnächst auch erstmal wieder ein bisschen anwachsen wird. Dann gibt es auch mal wieder so einen kleinen langweiligeren Kauf, nämlich The Real Real. Das ist ein Online-Marktplatz für Luxusgüter, also quasi eBay für Reiche. Aber wenn man sich mal so ein bisschen die Zahlen anguckt, dann sieht das wirklich spannend aus. Also die Umsätze wachsen wirklich von Jahr zu Jahr. Allerdings macht das Unternehmen noch weiterhin Verlust. Ist natürlich nicht so gut. Das Unternehmen ist gesunken von 28 Dollar auf 1 Dollar. Und dann hat Barry zugeschlagen, irgendwann zwischen Januar und März. Und hier seht ihr schon, die Wette ist jetzt schon aufgegangen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Barry hier schon wieder verkauft hat. Dann noch ein anderer kleiner Kauf ist Advance Auto Parts. 7% macht das aktuell in seinem Portfolio aus, also keine kleine Größe. Und die kümmern sich hauptsächlich um Reparaturen von Autos. Und kann ich auch ganz gut nachvollziehen, weil die Autokredite aktuell in den USA so hoch sind wie lange nicht mehr. Mit knapp 7,5% muss man sich auch mal vorstellen, wenn man sich ein neues Auto für knapp 40.000 Dollar kauft. Mit 7,5% Zinsen sind das knapp 3.000 Dollar jedes Jahr nur an Zinsen. Da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man sich ein neues Auto kauft oder sein altes vielleicht eher repariert. Deswegen ist das, glaube ich, so eine neue Wette auf den aktuellen Markt, was die Zinsen angeht. Und jetzt wird es richtig spannend, oder was heißt richtig spannend? Aber es ist ein Wert, den ich auch in meinem Portfolio habe, nämlich Block, ein Bezahldienstleister aus den USA. Und ich bin ja jedes Jahr in den USA und jeder kleine Pupsladen hat da so eine Maschine von denen stehen. Also viele nutzen das wirklich. Ist auch ein moderner Broker für Kryptowährungen und auch für Aktien, den auch viele dort drüben nutzen. Und die Quartalzahlen in den letzten 1-2 Jahren sahen wirklich gut aus. Deswegen halte ich viel von dem Wert. Und was auch nochmal eine richtig große Wette ist von Michael Burry, ist Gold. Er hat nämlich einen ETF gekauft, Spot Physical Gold Trust. Das ist ein ETF speziell eben für Gold. Hier in Deutschland kann man kein ETF kaufen, wo nur ein Wert drin ist, also speziell Gold, das geht nur in den USA. Und auch das ist jetzt schon voll aufgegangen. Das hat er gekauft irgendwann hier im Januar bis März. Da war die Unze bei knapp 2.100 Dollar, eher ein bisschen drunter. Und jetzt ist die Unze schon bei 2.500 Dollar fast. Also auch bei Gold gibt es ordentlich neue Rekordhochs. Ich bin jetzt kein Riesenfreund von Gold, weil da nicht viel passiert langfristig. Also es ist einfach unter dem S&P 500 oder unter dem Markt allgemein. Aber hin und wieder gibt es immer so eine richtigen Schübe bei Gold. Den hat Michael Burry anscheinend gesehen und hat da auch ordentlich Gewinn schon gemacht. Und auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass er den Wert schon wieder verkauft hat. Citigroup hat er gekauft, 7,7% macht das in seinem Portfolio aus, also knapp 8 Millionen Dollar, ist einer der größten Banken der USA und die profitieren natürlich ordentlich von den höheren Zinsen in den USA und auch weltweit. Citigroup habe ich auch in meinem Portfolio schon länger, weil das ein Wert ist, der deutlich unterbewertet ist, was den Buchwert angeht im Vergleich zu anderen Banken und die konnten sich einfach deswegen noch nicht so erholen, weil in Amerika gibt es immer noch so ein kleines Misstrauen wegen 2008, was da mit der Finanzkrise passiert ist. Da haben die am meisten verloren, haben aber noch überlebt. Und so langsam schlägt sich die Aktie bzw. die Citigroup wieder ganz gut durch und kriegt auch wieder Vertrauen durch neue Bankkunden. Und das sieht man natürlich an den Zahlen und das wirkt sich natürlich auf den Aktienkurs aus. Also auch ein ganz guter Wert, den Barry da gekauft hat. Und sein letzter neuer Kauf ist HCA Healthcare, also Hospital Corporation of America. Macht jetzt 8% seines Portfolios aus. Und das ist eines der größten privat betriebenen Gesundheitsdienstleistungsunternehmen der USA. Betreiben fast 200 Krankenhäuser und 2000 ambulante Standorte. Zusammenfassend kann man hier eigentlich sagen, dass das Spannendste der Gold-ETF und natürlich sein China-Anteil ist von fast 1/4 seines Portfolios. Und mal gucken, ob die Wette aufgeht. Aber noch interessanter finde ich ehrlich gesagt, weil da kann man einfach mehr lernen von Warren Buffett, der Legende überhaupt, weil er die Titel eher langfristig hält und da macht es dann vielleicht mal eher Sinn, den einen oder anderen Wert vielleicht mal nachzukaufen, wenn er denn für die eigene Anlagestrategie passt. Und kleiner Funfact am Rande, aktuell bekommt er 5 Milliarden Dividende pro Jahr.
einfach nur so ausgeschüttet. Das ist der absolute Wahnsinn, aber der Wahnsinn ist auch, was für einen Wert sein Portfolio hat. Nämlich aktuell 332 Milliarden Dollar an investiertem Kapital und dann hat er ja auch noch Cash-Reserven in Höhe von 189 Milliarden Dollar. Das ist so viel wie nie zuvor. Zusammen sind das 521 Milliarden Dollar. Würde er jetzt alles investieren und nehmen wir mal die 72er-Regel zur Hand, die bedeutet 72 geteilt durch den Zins, den man jedes Jahr erwarten kann, also durchschnittlich 7% Jahr, dann würde er in 10 Jahren sein Kapital verdoppeln. Aber Buffett ist ja besser als der Durchschnitt, deswegen macht er ein bisschen mehr Gewinne. Durchschnittlich hat er immer so 12-13%. Er geht ja von einer schlechteren Entwicklung in Zukunft aus, also sagen wir mal nur 10%. Dann würde er nach 7 Jahren sein Kapital verdoppeln. Das würde bedeuten, dass es nicht mehr 521 Milliarden sind, sondern knapp 1 Billion Dollar. Dann wäre er der erste Billionär der Welt. Ich hoffe für ihn, dass er es noch erreicht. Das ist irgendwie komplett verrückt. Mal gucken, ob wir das in 7 Jahren sehen, wenn Warren Buffett denn noch lebt. Ich drücke die Daumen. Aber kommen wir mal zu den Sachen, die im Hier und Jetzt passiert sind, nämlich seine Verkäufe. Ganze 6 Stück hat es da gegeben. Und fange ich mal mit dem uninteressantesten Wert eigentlich an, nämlich Sirius XM Holding. Da gab es einen Teilverkauf und das ist eine Gesellschaft und ein Betreiber von mehreren Radiosendern. Ist aber auch nicht so wirklich relevant, weil das, was mit einem anderen Kauf zu tun hat. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und dann gibt es noch einen Teilverkauf von Louisiana Pacific Corporation. Das ist ein Hersteller von Baumaterialien für Holz. Und ihr wisst ja, die meisten Häuser in den USA sind komplett aus Holz. Selbst in Florida, wo jedes Jahr ein Tornado durchfegt, geht eigentlich besser. Vielleicht lernen die Amerikaner das irgendwann auch nochmal. Aber da hat er jedenfalls 6% verkauft. Muss man jetzt mal in den nächsten Quartalen beobachten, ob die Verkäufe weitergehen oder ob das mal zwischendurch wirklich nur ein Teilverkauf war, um noch mehr Cash zu horten. Ein anderer Teilverkauf bei ihm war noch Chevron, einer der großen Ölkonzerne da draußen. Von 2020 bis 2022 hat er immer wieder günstig diesen Wert gekauft, als keiner Öl kaufen wollte. Das hat sich ordentlich gelohnt und jetzt hat er einfach mal wieder Gewinne mitgenommen. Ist aber immer noch seine 5 größte Position und macht knapp 6% seines Portfolios aus. Dann gab es auch noch einen Komplettverkauf von HP, das ist ein PC- und Druckerhersteller, kennt die glaube ich alle und einer der Druckerhersteller, die einen immer wieder wahnsinnig machen, wenn man den Drucker neu einrichten muss. Seit einem Jahr verkauft er das eigentlich regelmäßig und jetzt hat er sich eben komplett von der Position getrennt. Ein anderer großer Verkauf, allerdings nur ein Teilverkauf, war Paramount Global. Ein Streaming-Anbieter aus den USA, gibt es auch hier, hat er um 88% reduziert, letzten Monat oder letztes Quartal hat er es auch schon reduziert und gekauft hat er 2022. Das war für ihn vermutlich eine komplette Wette, weil viele sind davon ausgegangen und Buffett vermutlich auch, dass Paramount Global gekauft wird von einem anderen Player da draußen. Vielleicht von Netflix, vielleicht von Apple oder von Microsoft. Spielt auch keine Rolle. Das Wichtige ist, dass bei solchen Käufen eben der Aktienkurs in der Regel so 20-30%, manchmal sogar noch mehr steigt. Das haben wir, glaube ich, alle bei Blizzard und Microsoft gesehen. Microsoft hat Blizzard übernommen. Die Wette hat Buffett auch getätigt. Da ging die Wette auf. Hier ging sie nicht auf, hier hat er 50% Verlust gemacht. Ein anderer Verkauf, der vorher schon ziemlich klar war, war der von Apple. Allerdings war das auch nur ein Teilverkauf und viele Leute sind durchgedreht, dass er nichts mehr von Apple hält. Aber dazu hat er sich extra in Omaha, in Nebraska nochmal geäußert, bei der Aktionärsversammlung, dass das nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Er hält immer noch wirklich viel von Apple, hat knapp 13% seiner Position verkauft. Das sind 116 Millionen Aktien von Apple. Ich habe noch nicht mal 116 Aktien von Apple, aber ja, mit solchen Legenden darf man sich auch nicht vergleichen. Das tut einem nicht gut. Und aktuell ist es aber immer noch seine größte Position, macht 40,1% in seinem Portfolio aus, vorher 45%. Und ich muss sowieso sagen, wenn eine Position in meinem Portfolio fast 50% ausmachen würde, dann hätte ich da wahrscheinlich schon viel früher ein paar Teilverkäufe gemacht, um mal Gewinne mitzunehmen. Und jetzt hat er eben noch mehr Cash, ist vielleicht ganz gut für Buffett, weil er wahrscheinlich in Zukunft mal wieder so die eine oder andere Chance sieht. Kommen wir jetzt auch mal zu seinen Käufen. Und da haben wir eben das andere Ölunternehmen, Occidental Petroleum, hat er schon öfter gekauft und die hat er jetzt aufgestockt, macht aktuell 4,9% in seinem Portfolio aus. Sein zweiter Zukauf war Liberty Sirius A&C. Und wenn ihr jetzt fragt, was ist A&C, das ist ähnlich wie bei Alphabet. Das eine ist für Stimmrechte und das andere gibt die Möglichkeit, später mal Dividenden zu bekommen. Die hat er aufgestockt um beide jeweils 50% und das ist das wertvollste Sportimperium auf der Welt. Die haben noch ein paar andere Unternehmen unter sich, eben Sirius XM, denen gehört 83% davon und vor allem, und das ist das Wichtige, die komplette Formel 1. Und Formel 1 bekommt aktuell in den USA einen enormen Hype. In Vegas werden zum Beispiel Strecken gebaut und viele Amerikaner
drehen jetzt komplett durch, was das Thema angeht. Es kommt, glaube ich, auch hauptsächlich auch durch so eine Netflix-Serie, die erschienen ist. Habe ich noch nicht gesehen. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Formel-1-Mensch. Aber die Amerikaner werden es gerade und auf den Trend geht Warren Buffett wahrscheinlich rauf. Hält davon auch wirklich viel, denn beide Werte zusammen machen aktuell 0,89% aus. Das ist Platz 12 in seinem Portfolio, genau hinter der Citigroup. Wenn wir uns jetzt mal den Chart angucken, dann sehen wir, dass es fast ein 5-Jahres-Tief aktuell gibt. Wir sind fast auf dem gleichen Niveau wie beim Corona-Crash und man könnte die Aktie jetzt vermutlich günstiger kaufen, als Warren Buffett sie gekauft hat. Wenn man das spannend findet, dann ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt. Und jetzt kommen wir auch mal zu dieser mysteriösen Aktie. Welche Aktie hat Warren Buffett das gesamte letzte Jahr gekauft, ohne dass jemand Bescheid wusste? Das ist ein Schweizer Unternehmen, nämlich Chubb Limited. Das ist ein Versicherer und auch nicht irgendeiner, das ist einer der weltweit größten Versicherungsgesellschaften da draußen für Sach- und Haftpflichtversicherung und agiert auch in 54 Länder. Und die sind wirklich toll aufgestellt. Die haben Top-Finanzratings und man kann das eigentlich so in drei Säulen sehen. Die haben ein umfangreiches Angebot, die haben eine globale Reichweite und auch eine finanzielle Stabilität, die sich sehen lassen kann. Und da hat er 26 Millionen Aktien gekauft. Das ist ein Wert von 6,7 Milliarden Dollar. Und von Versicherungen versteht Warren Buffett ziemlich viel. Wer seine Biografie gelesen hat, der weiß wahrscheinlich, was für einen Gewinn er mit Geico gemacht hat damals. Und das ist einfach sein Brot- und Buttergeschäft. Und wenn Buffett eine neue Versicherung kauft, dann weiß er sehr genau, was er macht. Und viele Leute sind da auch schon aufgesprungen. Deswegen ist die Aktie auch schon gut gestiegen. Muss man jetzt nicht unbedingt kaufen. Ist sowieso ein bisschen schwieriger. Bei Trade Republic gibt es die zum Beispiel nicht. Die müsste man an der Schweizer Börse meines Wissens kaufen. Wenn die mal wieder ein bisschen fällt, wäre das bestimmt ganz interessant. Macht aktuell 2% seines gesamten Portfolios aus und ist damit auf Platz 9. Bei den Werten kann man wirklich davon ausgehen, dass die jetzt wirklich was Längerfristiges sind. So sind die jedenfalls aufgestellt, von der Versicherer ja sowieso und von den kurzfristigen Werten, die eher auch eine Wette waren. Auch der gute alte Warren Buffett hat manchmal Lust auf noch eine kleine Wette zwischendurch. Wie Paramount hat er ja jetzt verkauft. Auch wenn ich den Kauf damals nicht so wirklich verstanden habe. Ja, Sinn gemacht hat er nicht wirklich, aber die Wette hätte ja auch aufgehen können. Das weiß man vorher immer nicht so richtig. Und ich persönlich kaufe jetzt von den Aktien gerade keine, auch von Barry's Aktien nicht. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine von den Aktien kauft oder was ihr davon haltet. Und sonst sehen wir uns hoffentlich bald wieder zum neuen Video. Die Leute, die neu hier sind, können gerne ein Abo dalassen und ein Like. Würde ich mich freuen und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.